Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video mit Call of War und jetzt hier mit dem Kaukasus. Ich nehme hier gerade kurz nachdem ich das von Heimatfront Amerika aufgenommen habe auf. Wir schauen mal mit dem Kaukasus, manche neue Frontberichte. Ich hatte das etwas stiefmütterlich behandelt. Ich hoffe, es ist nicht zu schlimm geworden. Wir haben mit Charkiw ein Panzerwerk Level 1 gebaut. Wir haben Tulika von Großrumänien eingenommen. Wir haben Tulika dann gleich wieder nach Auflehnung verloren. Klar, da hatte ich da noch keine Truppen mehr. Wir haben in Tiflis Panzerwerk Level 2 gebaut. Wir haben in Rostov mittleren Panzer Level 1 gebaut. Wir in Krasnodar, Woroschnev, Grosny, Stalingrad. Und Stalingrad wäre es natürlich gewesen. Ich wusste nicht, ob da noch eins kommt. Und in Tiflis zum Beispiel, weil da kommt das noch. Und wir haben Breiler von Großrumänien eingenommen. Erinnert mich irgendwie an Laila. Und wir haben Tulika wieder eingenommen. Davor haben wir aber unser 12. Artillerieregiment gegen das 7. mittlere Panzerregiment von Großrumänien verloren. Und wir haben auch unser 15. Infanterieregiment durch das 7. mittlere Panzerregiment von Großrumänien in Sukhelve verloren. Und wir haben Bukarest an Großrumänien verloren. Und dann haben wir Breiler wieder verloren an Großrumänien. Und Tulika, vorher haben wir vorher schon für die Infanterie Level 4 abgeschlossen und für mittlere Panzer Level 2. Also eher durchwachsen. Ich habe jetzt auch erstmal gesagt, wir ziehen uns zurück. Und ich glaube, das hat jetzt auch geklappt, dass wir unsere Truppen so gut wie möglich, nicht alle, wie wir eben gesehen haben, haben überlebt, hier hingekriegt haben. Und dann würde ich mich erstmal damit beschäftigen, Krim einzunehmen, bevor wir dann dazu kommen, dass wir... Ich dachte, schon Krim angegriffen, wo ist das schön... Ach man, ich glaube, ich habe nur gesagt, wir stellen da unsere Panzer hin. Dann kommen wir von beiden Seiten. Dann ist es wahrscheinlich besser, wir schicken eins dann noch mit hier mit Stalino. Und die anderen greifen dann zusammen auf Schilograd an. Ich mag es tatsächlich hier mit diesem Rüberziehen sehr gern. Ja. Genau. Greifen alle zusammen an, Panzerhaubitzen, okay. Und dann schauen wir mal, dass wir da die Krim so erfolgreich wie möglich einnehmen. Falls es schwerer wird, als ich denke, auch um dann gegen Großrumänien doch noch erfolgreich später zu sein, schicke ich da schon mal Panzer und Panzerwagen noch hin, die aber erstmal nicht angreifen. So, und dann die Produktion, Rohstoffe, 189.000 Geld, das ist natürlich wirklich besser, geht's kaum. 44.200 Nahrung, top. 40.600 Waren, top. 44.300 Arbeitskraft, top. 14.000 Metall, gut, aber natürlich dadurch, dass wir sehr viel Panzer und Panzerwagen und so gebaut haben, nicht so top wie die anderen. 36.300 Öl, top. 38.900 Selbstmaterialien, top. Dann schauen wir mal. In Charkiw haben wir erst ein Panzerwerk Level 1, aber okay. Und dann würde ich sagen, mittlerer Panzer, na, das dauert relativ lange. Dann würde ich jetzt mal auf etwas setzen, was nicht so lange dauert. Heißt Panzerwagen. Also so, das dauert lange, aber halt nicht so lange wie die anderen. Der Panzerwagen Level 2 nur die Hälfte, weniger sogar als die Hälfte der Zeit, die man für einen mittleren Panzer Level 2 braucht. Hier, der ist schon 95%. Ah ja, wir haben gerade angegriffen. Dann hier, haben wir glaube ich schon Level 2, oder? Ja, genau. Da dann leichter Panzer. Ich denke, das sage ich auch nach von Amerika jetzt öfters, dass der leichte Panzer doch sehr wertvoll ist und vielleicht sogar mit dem mittleren Panzer mithalten kann. Deshalb produzieren wir jetzt erstmal leichte Panzer, besonders eben, weil das sehr praktisch ist, dass die eben eine eher kurze Produktionszeit haben, dann Stalingrad, da noch leichter Panzer, wie sieht es mit dem Metall aus, sehr schön, alles gut aus und dann sehe ich, haben wir hier auch noch Truppen, die werden dann auch zur Grenze zur Krim beordert, genau, dann haben wir es, leichte Panzer, ich denke, das wird sehr gut werden und dann hier ziehen wir die dahin, das ist glaube ich nicht so. Ja, aber auch die geht verschiedentlich, dass die nicht alle an den gleichen Ort kommen und dass wir vielleicht auch ein bisschen gestaffelt angreifen können. Top.
und dann Forschung. Für mich wäre das Wichtigste halt zu leveln. Und das besonders jetzt hier bei dem Panzerwagen. Und beim leichten Panzer passt auch alles noch mit den Rohstoffen bzw. Geld. Das heißt immer, dass ich dann darauf komme. Sehr gut. Das ist sehr top. Und genau, neue Nachrichten gibt's auch nicht. Und wie gesagt, nur das einzige, das Russische Reich war offline. Es hat mir geschrieben, dass es das Bein, ich denke mal, gebrochen hatte. Also, weil hier steht, kaum ist man mal 2 Tage weg, weil mein Bein kaputt ist, wird man schon eingenommen. Also sieht ziemlich so aus, als sei eben das Bein gebrochen gewesen. Aber kann ich natürlich auch nicht beurteilen. Ist jetzt aber auch, glaube ich, nicht so mega wichtig, ob das Bein nochmal klar ist. Halt, das Russische Reich ist sehr zurückgedrängt worden und sehr zersplittet und ist da auch mit den Städten nicht mehr so top am Start. Ja, okay. Ja. Und deswegen ist mein Hilfe natürlich auch begrenzt da. Aber natürlich, die haben schon noch was. Schauen wir mal, was die so machen. Das war eher so ein kleines Upgrade. Ah, stimmt. Warum haben die hier Truppen in der Türkei, Digga? Wofür sind die da, Digga? Die greifen jetzt gefälscht. Sieht hier aus, als hätte ich, glaube, am schnellsten dürften noch leichte Panzer Level 3 sein, oder? Die haben, hätten 69 Geschwindigkeit und die haben 33. Boah, Hilfe, Digga. Dann würde ich sagen, splitten wir mal die ganzen Panzer weg. Genau, die greifen zusammen das Wettbewerb. Das ist auch die Hauptstadt der Krim offensichtlich. Dann lassen wir die motorisierte Infanterie. Ach, die sollte mitkommen. Okay. Die greift dann mit Deadpool an und dann die 8 Infanterie, die wir hier noch haben. Die bleibt dann relativ geschillt dort in der Türkei, um dort halt zu helfen. Die Türkei wurde jetzt auch zurückgedrängt. Ich schaue mal inaktiv. Ja, inaktiv. Ich denke, werden wir bald wohl aus der Koalition schmeißen müssen. Dann haben wir da vor mehreren Tagen südliche Staaten damit reinnehmen. Genau, südliche Staaten selbst. Genau. Dann sehen wir, Spanien rückt vor. Wir sind auch nur Dritte. Mit unserer Koalition Marokko rückt vor. Sogar ziemlich weit. Eben kommunistisches Russland und südliche Staaten von Amerika. Die sind natürlich einfach riesig, Digga. So ehrlich muss man sein. Genau. Und sonst, dann denke ich, habe ich auch alles Wichtige. Jetzt ist der Unterschied, ich weiß gar nicht selber so richtig warum, zwischen dem Video mit dem Heimat von Amerika und dem sehr groß. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Gebt dem Video doch gerne einen Daumen hoch. Lasst ein Abo da und schreibt auch gerne einen netten Kommentar oder einen kritischen, solange er halt hilfreich ist. Und genau, der darf nur halt nicht blöd sein. Also blöd, damit meine ich jetzt unangemessen, beleidigend oder so. Und dann bedanke ich mich bei euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Vielen Dank.